Einen wunderschönen wünsche ich euch und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge. Naja, wir bleiben bei einer weiteren Folge, genau. World of Tanks, ich sitze wieder in der IR-7, bin jetzt hier auf Airfield gelandet, 910er Gefecht, 2 Lights und eine Arti haben wir jetzt hier. Und wir wissen Bescheid, Airfield immer so ein Ding. Erstmal gucken, was alle Leute machen. Na, der war schlecht. Der war schlecht. Und auch hier in der Runde geht es so ein bisschen um Position. Also die komplette Runde, die wir jetzt sehen, wird sich sozusagen hier in diesem, na, machen wir mal, hier so in diesem Bereich abspielen. Ne? Airfield ist halt eine Map, funktioniert auf beiden Seiten. Also läuft dann halt sozusagen auf der Position, wo der AE ist, ist das Pendant zu der Position hier sozusagen. Airfield, ihr wisst ja, meine Meinung ist tatsächlich, das Team, das halt pusht am Anfang, ist in der Regel das Team, das verliert. Wenn wir, also Ausnahmen bestätigen die Regel, selbstverständlich. Aber so der Normalfall. Otto Normalverbraucher verliert, wenn er pusht auf Airfield. Ich habe keine Ahnung warum. Erfahrungswert sagt mir, ist so. Gleiche Sache, wo wir gerade bei Erfahrungswert sind und was Positionsspiel angeht und auch was ich im Jagd-E-Video gesagt habe, jetzt von heute. Die ganzen Positionen, wo kann ich irgendwie, also wie kann ich mit meinem Panzer wo stehen, um effektiv zu sein? Und gleichzeitig auch noch, wie kann ich mit meinem Panzer so stehen, dass ich im besten Fall Schaden austeilen kann, ohne jedes Mal selber Schaden einstecken zu müssen? Das werden wir jetzt hier in der Runde halt relativ gut sehen. Ich habe hier eine Position. Jedes Mal, wenn ich geschossen habe, fahre ich 1 Meter nach hinten. Ich habe genug Gun-Depression, um je nachdem, wo die Gegner kommen, dann auch agieren zu können. Ich achte darauf, was macht also um mal die Kamera ein bisschen besser zu justieren. Wenn mein 50 TP so vorfährt, also so vor den AE fährt, dass der AE mich nicht mehr sieht, kann ich gleichzeitig so vorfahren, dass ich entweder hier hinschieße, dorthin schieße oder halt auch hier hinschieße, wenn ich das möchte, ne? Und wenn das 777 halt hier irgendwo auftaucht, kann ich das auch machen. Wenn der 50 TP das hier an dieser Position nicht so steht, dass der AE, also wenn er halt unten steht, so dass der AE pieken kann und mich beschießen kann, habe ich immer ein Auge darauf, ob der AE sich bewegt oder nicht, weil er ist dann sozusagen in dem Fall derjenige, der mich am leichtesten beschießen kann. Er geht zwar natürlich auch das größte Risiko ein, aber das ist den meisten Leuten egal. Also ich achte dann lieber darauf, also ich versuche dann auf diese ganzen hätte, wenn und aber halt Gedankengänge aufzubauen, um direkt dann auch, währenddessen ich halt sozusagen hier stehe, mir überlegen zu können, was mache ich, wenn was passiert. Ne? Jetzt hat der 60er gepusht. Hier vor mir sind die beiden geplatzt. Sieht alles ganz schön ätzend aus. Aber wir sind immer noch der Meinung, diejenigen, die pushen auf Airfield, sind diejenigen, die verlieren. Wir dürfen es halt jetzt hier einfach nur nicht übertreiben. Ich habe eine relativ gute Position. Habe natürlich jetzt hier auch gerade ein bisschen Dusel. Jeder kommt nach und nach. Jeder darf mal. Der war richtig eklig. Saftiges High-Volt, Backspot, das von unten nach oben. Das ist auch so ein Ding. Ist eine der wenigen Positionen, die, obwohl ich von unten nach oben kämpfe, extrem angenehm finde. Ich finde, diese Position hier ist extrem stark. Man kann das natürlich noch ein bisschen aufbauen, indem hier noch ein zweiter sitzt. Der hat dann aber Schwierigkeiten von der Mitte. Also der hat dann, ne, je nachdem wie er steht, kann er von der Arti getroffen werden. Alles, was hier oben steht. Aber das kann man sozusagen so als Support mit ein bisschen, also Kreuzfeuer ist da nicht, aber so das nicht. Wenn die Gegner jetzt ein bisschen mehr HP gehabt hätten oder ein paar mehr Leute gewesen wären, wären sie vielleicht auch einfach rübergefahren und ich wäre hier dann, ne, einfach überrannt worden. Und wenn dann so weiter hinten oder auch hier zum Beispiel der Leo hat eine super geile Position. Er kann hier Halldown stehen. Kann auch so schießen, dass er nicht aufgeht. Je nachdem, wo, also der T49 wird ihn aufmachen beim Schießen, aber ne, wenn
ungewöhnlich, dass ein T49 dort ist. Hier hatten wir gerade auch ein bisschen Lack. Aber ist eigentlich auch fast egal, gepennt hätte er mich wahrscheinlich eh nicht. So, er ist weg. Durch einen, leider nicht. Und genau so muss sozusagen, also jetzt nicht der Schuss, sondern im Allgemeinen, genau so muss halt so eine Runde im besten Fall ablaufen. Ihr sucht euch eine Position, von der aus ihr halt sehr sicher im besten Fall euren Schaden machen könnt. Im besten Fall, ohne dass ihr darauf angewiesen seid, auf den Spot von anderen angewiesen seid. Also ihr spottet sozusagen für euch selber. Gleichzeitig im besten Fall natürlich so traden, dass ihr halt Schaden macht, aber selber keinen bekommt. Haben wir jetzt relativ gut hingekriegt. Ich denke knappe 6000 kombiniert und nur einmal Schaden gekriegt ist relativ angenehm. Dementsprechend können wir uns jetzt hier auch noch so einiges erlauben. Hinter uns ein LT, der ist aber nicht so wild. Der Patton interessiert sich auch nicht mehr für uns. Ihr seht es ja auch mit den Schüssen hier. Der AE hat mich getrackt, der Patton hat in den Sand geschossen. Da gehört auch halt dann ein bisschen Glück dazu. Aber eine IS-7 ist natürlich gleichzeitig auch ein Panzer, der, wenn man den nicht YOLO-mäßig spielt, auch echt, echt gut tanken kann. Wenn wir in der zweiten Runde dann, also jetzt hier in der kommenden Runde dann auch noch sehen, 605. Höchste Highball, glaube ich, die ich je in der IS-7 gesehen habe. Also ohne HE zu schießen. 605. Ganz kurz gucken, wir, da sehen wir gerade nicht. Aber 490 ist Alpha, das ist schon echt ein ordentliches Brett gewesen. Na komm, ne, schade. Und natürlich, Faustregel kann man auch nicht immer, nicht oft genug sagen. Versucht mit euren Teammates zusammen zu zocken. Ne? Also heißt nicht, dass man direkt einen Zug aufbauen muss oder dass man irgendwie die Leute die ganze Zeit um Hilfe anschreien muss, sondern selber gucken, wo fährt wer hin und darauf einfach mit reagieren. Wenn jemand vorfährt und man der Meinung ist, ja, das ist jetzt eine schlaue Idee, macht mit. Wenn ihr selber vorfahren wollt, schreibt die Leute an, drückt T. Fertig. Die Verteidigung war real sozusagen. Ihr habt es auch wieder gesehen. Die Prognose, die ich da aufstelle mit Airfield und Pushen, die scheint sich irgendwie da zu rechnen. Auf jeden Fall ist eine Sache, die ich tatsächlich sehr oft sehe. Die Tatsache, dass halt das Team, das zuerst pusht, in der Regel dann auch verliert. Es ist halt eine Sache, die explizit auf Airfield so stattfindet. Ich kenne keine andere Map, bei der das so ist. Ne? Also wo das Team dann so einen Nachteil auf einmal hat, nur weil es pusht. Scheint ja so zu sein. Auf jeden Fall jetzt hier, um auf mal die Stats hier raufzukommen, 5 Kills habe ich insgesamt abgestaubt, 6480 Schaden durfte ich insgesamt abstauben, 1680 sind gebounced und 2170 haben wir noch unterstützt, also im Großen und Ganzen echt eine richtig geile Runde. Großkaliber ist mit bei rumgekommen und das Masterabzeichen auch noch. Nach Hause geholt, 1480 XP sind auch noch bei rumgekommen und das auch noch mit, also ordentlich Abstand, fast doppelt an XP. Trefferbild, ja, 3/4 ist angekommen, 21, 19, 15, damit kannst du zufrieden sein. Und weil wir halt, ich glaube, Only Gold, also HE habe ich glaube ich nicht geschossen, dementsprechend jetzt hier mit 6446 Credits im Minus angelangt. Und genau, gibt noch eine Runde, also bleibt dran. Ich bin weiterhin jetzt hier in der IS-7 unterwegs. Diesmal bin ich auf Wadi gelandet. Das Ganze in einem reinen 10er-Gefecht ohne Lights, zwei Artis. Und auch hier wieder die gleiche Überlegung wie in den drei Runden davor. Wo kann ich hin? Was kann mein Panzer dann an der Position, wenn ich angekommen bin? Und was können die Gegner mir? Und gleichzeitig natürlich auch immer gucken, wo fährt das eigene Team hin? Ich finde jetzt zum Beispiel, also
die Position hier hinten, das ist mein Ziel, K3, K4. Und auf meiner, also aus meiner Sicht, die wichtigste Position, die es hier also auf dieser Map gibt, von beiden Seiten. Also ne, von der Gegnerseite ist sozusagen hier so ein bisschen das Pendant, weil hier stehen macht man, glaube ich, heutzutage nicht mehr, weil dann hier der Leo und alles, was hier hinten steht, kann hier hinten reinhalten. Also steht man hier. Da hat man natürlich aber das Problem, dass alles, was hier hinten steht, dann da auch reinhalten kann. Also ich finde das Spielen auf der Gegnerseite deutlich schwerer. Wir werden jetzt hier auch eiskalt, oder wir werden jetzt auch Zeuge von, wie soll ich das sagen? Ich glaube, man kann es tatsächlich Egoismus nennen. Ich bin zwar jetzt hier gewillt, dem 60er zu helfen, ne? Bin aber in keinster Weise gewillt, hier reinzufahren, so wie der 60er. Ne? Ich habe hier eine richtig, richtig solide Position. Wir sind hier insgesamt nur zu viert. Also die TDs, die werden erstmal nicht nach vorne kommen. Also sind wir im Endeffekt eigentlich nur zu zweit, ne? Also der 60er und ich. Und der 60er stirbt jetzt hier auch, wird eiskalt sterben. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Auch wenn das 2684 jetzt hier tot ist. Ich bin jetzt hier in keinster Weise gewillt, wie gesagt, hier reinzufahren. Besonders solange mich die Arti in Ruhe lässt. Ich kann hier, wie gesagt, relativ gut in sehr viele Richtungen schießen. Kann gleichzeitig auch noch, wenn ich das möchte, einen Meter nach oben fahren. Werde ich jetzt hier auch regelmäßig machen, um sozusagen meinen TDs hinten ein bisschen Spots zu generieren und auch sozusagen den Artis noch ein Ziel zu bieten. Reinfahren an sich hatten wir jetzt ja die Chance, dass ich das nicht möchte, aber man könnte es natürlich machen. Ich werde es auch im Laufe der Runde irgendwann tun. Wenn ihr hier unten reinfahren wollt, dann macht das immer hier über diese Düne. Das ist die flachste Ebene sozusagen. Da ist man am schnellsten drüber, man verliert am wenigsten Geschwindigkeit und die wenigsten Gegner können auf einen schießen. Ja, wenn ihr hier rüberfahrt, alle, die hier stehen, können schon nicht mehr schießen. Alle, die hier oben stehen, haben ein bisschen das Problem, dass sie halt über die Dünen rüberschießen müssen. Aber der Winkel reicht trotzdem, um euch beschießen zu können. Also da müsst ihr dann vorsichtig sein. Das 277 kann in dem Moment nicht auf euch schießen. Richtig gefährlich sind eigentlich nur die Leute, die hier stehen und die Leute, die hier auf dem, also so wie die Vorhalt sozusagen steht. Hier rüberfahren, wo ich stehe, auf gar keinen Fall, weil ihr seht, so wie ich hier versuchen würde rüberzufahren, alles was hier ringsherum in 180 Grad steht, kann auf mich schießen. Also lassen wir das. Ich bin jetzt hier auch wirklich extrem greedy auf den T62. Aber das ist halt so mit einer der wenigen Momente, wo man auf die Gegner, die hier vor einem stehen, schießen kann, bevor sie hier sind. Also ab hier sozusagen könnt ihr anfangen, auf die Gegner zu schießen, wenn sie hier auf diese Position fahren wollen. Das gleiche gilt natürlich für hier. Ist halt natürlich dann so ein Ding von wegen Gandhi-Brechen und so. Aber ihr seht auch, die Entscheidung hier reinzufahren war auf jeden Fall die richtige. Das sind insgesamt jetzt hier 2, 4, 6, wenn wir die Frucht mitzählen, 6 Gegner gegen 4 von uns. Keine Ahnung, wo der hängen geblieben ist, der Schuss, aber okay. Und immer wieder, ich habe ja gesehen, der E100 hat auch geschossen, immer wieder nebenbei hochfahren, Bot auf den Jagd-E generieren. Das 277 ist gerade durch die Arti geplatzt, wunderbar. Runde ist schon ein bisschen fortgeschritten, 4 zu 3, kann man sagen. Ein oder andere ist sozusagen schon passiert. Wir sehen auch hier auf der anderen Seite, die Mates sind schon relativ weit vorgedrungen. Keine Ahnung, ob der E5 tatsächlich idle ist, sieht aber so aus. Der war nett. So, nochmal hochgefahren, geguckt, ob der Jagd-E da ist. Arti ist direkt zur Stelle, gibt ihm einen mit 29. E5 scheint idle zu sein. Na okay, der war jetzt frech, aber ist egal, wir waren ja noch voll. Jetzt nur ätzend, weil ich will jetzt angreifen und habe jetzt beide, also Rapkit und Sunnykit habe ich jetzt hier verbraucht. Das heißt,
Also sollte ich jetzt tatsächlich aufpassen, dass ich mich nicht dauertracken lasse. So von der Badger zum Beispiel. Badger ist auch so ein extrem undankbarer Gegner, finde ich. Schießt extrem schnell, ist ein extrem Heildorn-starker Panzer. Keine Ahnung, wo er gerade hinschießt, aber nehmen wir dankend an. Och, kommt auch reingefahren. Ah, müssen wir mal. Wir müssen den Badger jetzt eigentlich so schnell wie möglich rauskriegen. Na, gibt's doch nicht. Das wird jetzt unangenehm. Dass ich den Badger jetzt nicht gekriegt habe, ist schlimmer, als dass die Foch jetzt gerade auf mich zufährt. Jetzt habe ich ihn auch noch in die falsche Richtung getrackt. Viel schlauer wäre es gewesen, wenn er links stehen würde. Also wenn ich ihn links getrackt hätte. Ja, das ist eine gute Idee. Fahr mal vor mich. Jetzt können wir ihn noch töten. Ich wollte eigentlich die Badger haben. Jetzt ist es so aber auch angenehm. Ich habe mich jetzt hier wirklich ein bisschen dämlich angestellt. Dass ich die Badger nicht gekillt habe, war sozusagen jetzt hier gerade ein grober Fehler. Und ihr seht, hat mich jetzt auch hier einen großen Teil meiner HP gekostet. Aber kann auch froh sein, dass die Foch nur einmal... Hat sie überhaupt dran? Ne, die... Ja, ich glaube, die Foch hat keinen Schaden gemacht. Wunderbar. Jagd E schießt auch irgendwo einfach mal unten in den Sand rein. Keine Ahnung, wer das hingekriegt hat. Hat wahrscheinlich versucht, unterm Panzer hier unter der Foch durchzuschießen. Wunderbar. Dadurch, dass der Jagd E jetzt hier die ganze Zeit getrackt ist, brauche ich einfach nur durchaim und warten. Er ist auch noch getrackt. Kommandoluke ist meins. Einfach durcherhalten. Also wie gesagt, dadurch, dass er jetzt gestunt war, fast die komplette Zeit, wie er, nachdem er geschossen hatte, ist seine Reload-Geschichte natürlich deutlich, deutlich erhöht. Also von 20 locker auf über 30. Dementsprechend kann ich bis zu 4 mal schießen. Also je nachdem, wie lange ich dann halt brauche. Ja, komm mal her. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Zack, 510 nochmal zum Abschluss. Wunderbar. Auch in der Runde habe ich mir wieder eine Posi gesucht, an der ich oder von der aus ich wunderbar meinen Schaden austeilen konnte, gleichzeitig auch noch ein bisschen Spot generieren, also ein bisschen kann man, ein bisschen viel durfte ich jetzt hier sogar generieren. Ich konnte nach links und rechts konnte ich meine Schüsse austeilen, war aber auf der anderen Seite auch relativ safe, bis auf die Artis, die jetzt mich eigentlich doch ganz gut in Ruhe gelassen haben, hätte mich da tatsächlich keiner irgendwie groß angehen können, es sei denn, die Gegner hätten gepusht. Das haben sie dann tatsächlich aber auch zu spät gemacht. Und dementsprechend haben wir hier eine wunderbare Runde rausgeholt. 4 Kills durfte ich insgesamt abstauben. 4.984 Schaden machen. 3.810 durfte ich blocken. Und 4.392 noch unterstützen. First Spot auf 5 Leute. Und das als Heavy ist auch nicht schlecht. Und dementsprechend jetzt hier ein Masterabzeichen mit nach Hause geholt. Und auch noch den ersten Platz mit 1.380 XP. Haben wir auch noch erreicht hier. 17, 15 und 12 ist das Trefferbild. Kannst auch nicht meckern. Und ja, halt, weil halt Only Gold wieder mit 4001 Credit im Minus angelangt. Ist halt 10er Bereich. So ist das im Leben. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.